Kapitel 7. Die sieben Nadeln. Willkommen zurück und ja, im letzten Part haben wir Kapitel 5 und Kapitel 6 beendet. Weil das sechste Kapitel wirklich sehr kurz war. Ein Traum, eine Vision oder etwas Übernatürliches. Das finden wir noch heraus. Jetzt also Kapitel 7 von insgesamt 8. Aber die Leute, die sich auf das Ende des Projekts vorbereiten wollen, ich habe mich extra schlau gemacht, weil mich das ein bisschen irritiert hat. Kapitel 7 und 8 sollen mit Abstand die längsten Kapitel sein. Also wir haben noch sehr viel und gut zu tun. Zu früh gefreut, Mother Hater. Er schläft tief und fest. Zumindest scheint er nicht verletzt zu sein. Lukas und Rudi stürzten ja auf einen Heuhaufen in der Nähe des Seniorenheims offensichtlich, weil wir bei Wes und Alex sind. Oh, du bist endlich aufgewacht. Keine Sorge, Rudi ist ebenfalls in Topform. Immerhin, die beiden haben sich. Yay. Aber was machen wir als nächstes? Der Donnerturm ist Geschichte. Im Traum sagte mir Hina aber, ich solle an der Stelle dort einen Heuhaufen errichten. Sie hat euer Leben gerettet. Was? Das ist merkwürdig. Hina war es in Alex' Traum erschienen und hat ihm gesagt, er solle an genau diesem Ort einen Heuhaufen herrichten. Dann in der Realität seid ihr zwei aus dem Nichts heraus genau in den Haufen gefallen. Merkwürdiger kann's gar nicht mehr werden. Merkwürdiger kann's nicht mehr werden, ne? Kennst du die Spieleserie? Wer ist das da, Wes? Alex. So, hier der gute Alter. Ihr seht's, Kapitel 5 Ende. Und jetzt sind wir Kapitel 7, Paradies der alten Menschen. Und wir haben jetzt den Melonenrahmen. Den Melonenrahmen als Hintergrundfarbe. Dies das. Sag, war das da bei dir? Ja. Ah, das dachte ich mir schon. Aber ich bezweifle, dass man sich Sorgen zu machen braucht. Ich werde es Wes wissen lassen. Übrigens waren wir ja mit Duster hier. Nee, waren wir gar nicht. Doch, waren wir. Nachdem Duster sich verabschiedet hatte von seiner Band, war er hier und hat seinen Vater besucht. Lukas, du scheinst eine meiner McGipsy-Freunde getroffen zu haben. Sie mögen vielleicht nicht so aussehen, aber sie sind vertrauenswürdig. Sie könnten dir vielleicht helfen. Wieso? Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht. Also, erstmal getrennt von der Rasselbande. Kumatora und Duster. Die werden wir schon wieder finden. Was ist das? Das war's mit Rudi. Ne, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was wir als nächstes zu tun haben. Jetzt, wo die Gewitter aufgehört haben, fühle ich mich viel besser. Dass der Donnerturm weg ist, ne? Aber eigentlich haben die den schon zu Genüge genutzt, denke ich mir. Ist hier vielleicht was los? Da waren wir ja schon mal, wir haben uns ja überall intensiv schon mal umgeschaut. Das ist unser Vorteil jetzt. Da ist der Haufen, da sind wir runtergefallen. Ach, Kinders, erzähl mir nichts. Aber ganz strange, verwirrende Szenen, die sich abgespielt haben. Oh, da ist er. Nee, das ist ein Magipsi. Ein König P gibt es und der andere Junge ist wahrscheinlich Klaus. So würde ich tippen. Ja, was ist denn hier los? Zack, zack, zack. Dieser alte Mann hat eindeutig Hobbys und Interessen, die sich von normalen Leuten unterscheiden. Das ist jetzt diskriminierend. Zack, zack, zack. Er riecht wie der Wald. Ich finde, er sollte dorthin zurückgehen, wo er hingehört. Kein Wunder, dass es heutzutage Nintendo nicht mehr ganz korrekt findet. Diese seltsame, mädchenhafte, jungenhafte, mädchenhafte Person wälzt sich hier die ganze Zeit herum. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, also stehe ich hier einfach und mache gar nichts. Sie bittet um Hilfe, aber das Einzige, woran ich denken kann, ist, sie zu begleiten. Was soll ich tun? Soll ich sie begleiten? Darf ich dir was völlig Unnötiges erzählen? Nein. Komm schon, lass mich dir erzählen. Ach, ich würde es ja trotzdem erzählen. Oh ja, das tue ich.
Ich habe dadurch diesen Türknauf aufgehoben, aber das hat mich damals sowas von irritiert, dass ich ihn so weit wie ich konnte nach Osten geworfen habe. Infolgedessen habe ich mir die Schulter ausgerenkt. Naja, weil er zu Taiwan geflogen hat. Das ist ja eine Andeutung auf den Türknauf im ersten Kapitel mit Flint. Rudi. Ja, moinsen. Iona. Ich konnte den Knebel selbst lösen. Ich hab's meinen Mund so einfach hoch und runter bewegt und er hat sich langsam gelöst. Oh, ich bin so super. Ich bin anderen nur ungern eine Last, aber könntest du mir bitte aufhelfen? Dass hier nur Gaffer sind, ne? Danke, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte mich um meine Arbeit gekümmert. Während ich mein Make-up runtergemacht habe, wurde ich plötzlich angegriffen. Ach, was für eine unrühmliche Zeit für einen Angriff. Oh je. Du bist doch dieser Junge, den ich vor kurzem an der heißen Quelle getroffen habe, oder? Ist derselbe. Also. Das Schicksal muss uns wieder zusammengeführt haben. Von dem Moment an, an dem ich erkannte, dass du Psi benutzen kannst, wusste ich, dass uns etwas verbindet. Du bist ohne Zweifel derjenige, auf den wir Magipsis Jahrtausende gewartet haben, richtig? Spürst du es auch? Fühlst du nicht, dass die Zeit langsam kommt? Ist schon in Ordnung, wenn nicht. Ich bin mir dabei auch nicht völlig sicher. Warte mal, wenn ich angegriffen wurde, könnte das bedeuten? Ich hoffe, Aeolia geht's gut. Ich wünsche, ich könnte fliegen, aber ich kann das ohne Make-up nicht. Jetzt kann ich nur laufen wie ein Mensch. Wie tragisch. Naja, wenn ich laufen muss, dann mach ich's eben. Und du kommst mit mir. Los, lass uns zu Aeolias Haus gehen. Okay. Nein. Das ist nicht sowas wie Sachen packen oder Zähne putzen oder sonstige tägliche Arbeiten. Das ist auf einem völlig anderen Level. Wir gehen zusammen zu Aeolas Haus, okay? Wie schade. Wir werden aber gehen. Ja, Spiele, die einem wirklich Antwortmöglichkeiten vorgeben, die trotzdem irrelevant sind. Da will das Spiel einem nur vermitteln, dass wir Entscheidungsfreiheit haben. Wenn wir flussaufwärts gehen, können wir ihr Haus relativ einfach erreichen, aber... Wartet. Ich habe keine Ahnung, über was ihr gerade eben geredet habt, aber wenn ihr den Fluss hinauf müsst, dann ist es an uns zu zeigen, was wir drauf haben. Kommt schon, folgt uns. Ihr habt nicht mal einen Namen, wie könnt ihr irgendwas drauf haben? Nein, ich habe viel zu viel Angst. Sie treten vielleicht durch, wenn wir die Seile durchschneiden. Und ihre Schönheit macht es noch gruseliger. Okay, was? Was jetzt? Oh. Wir lieben es zu rudern. Wir sind es bootlos gewohnt, wie man sieht. Das haben wir gerade bekommen. Es ist das großartigste Boot, das es gibt. Ihr werdet es natürlich nutzen. Ah, gut. Ich glaube, da kommt man halt einfach weiter. Nicht weiter, wenn man Nein drückt. Deswegen irrelevant. Ja, Wolski. Warum auch immer. Warum auch immer die Brücke gewartet hat und warum das geht und warum wir das auslösen. Ja, weil Baum. Da muss schöne, frische Brise sein hier. Gute Flussluft. Hier ist so. Am Schloss Osoe vorbei. Da können wir noch singen. Osoe mio. Oder ich singe eher Konsole mio. Was, hier willst du uns rauslassen oder wie? Looks like it. Das haben wir gerade bekommen. Achso, ist ein normaler Typ. Das haben wir gerade bekommen. Es ist das großartigste Boot. Okay. Wack, wack. Super Mario ORPG. This is a game for you and me. Und ich gucke jetzt hier lang. In der Stimmung zum Melken. Ich nehme an, du bist keine Milchperson. Rudi hob frische Milch auf. Wow, du bist gut darin.
Ja, ich muss mal gucken, wo wir hier genau sind, ne? Ach, hier sind die Magipsis. Ich erinnere mich. Aber es war nicht Lukas, der hier war. War er nicht, ne? Nee. Theoretisch können wir hier hin. Das ist aber auch, die Welt ist irgendwie clever zusammengestellt, ne? Also es macht einen sehr open-worldigen Eindruck. Guter Mann. Alles soll ich den Rücken schrubben? Ja. Zum Glück ist genug heiße Quelle für alle da. Ich würde mal hier... Ach so, da soll ich hin. Ist ja blöd. Und warum können die Frösche jetzt... Warum sollte ich über den Fluss... Stimmt, da waren ja noch offene Gebiete. Ja, da müssen wir wohl als nächstes hin. Dann gucke ich hier erstmal nach dem Rechten. Hi! Oh, was ist passiert? Warum trägst du kein Make-up, Inoya? Uiunia? Ich hab's heute nicht so. Jetzt ist nicht die Zeit für Aiolia. Ich wurde angegriffen. Ich bin hier gerannt, um zu schauen, ob es dir gut geht. Mir geht's gut. Ich bin so reizend wie immer. Aber das ist egal. Warum befreist du dich nicht endlich vom Seil? Oh, ich war in so einer Eile, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Was für ein Schock. Lukas, könntest du mich jetzt befreien? Unglaublich, kein Sinn für Höflichkeit. Besser. Oh, wer ist denn diese feine Person? Ja, das bin ja ich ohne Make-up. Ich bin sexy auch ohne Make-up. Noch eine Sekunde. Na bitte fertig, ich bin wieder hübsch. Ich dachte, du brauchst es nicht. Igitt, den Lippenstift kannst du behalten. Indirekte Küsse mit anderen Mädchen sind nicht so meine Sache. Indirekte Küsse. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Was könnte es sein? Lerne ich wieder irgendwas Krasses, oder? Das Spiel hinterlässt mich nur noch mit dem Fragezeichen über dem Kopf. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, da bleibst du einfach kerzengerade stehen oder sitzen, ne? Wunderst dich nicht, bewegst dich nicht, alles gut. Für den Rest des Parts habt ihr nur noch Erschütterungen. Was mit dir? Meine Güte, Aiolia. Dein Körper, er fängt an zu verschwinden. Herrje. So ist er, er verschwindet. Ich verschwinde, aber mir geht's gut. Aber bedeutet das... Das Schwert im Schloss, das sahen wir bereits... Die Nadel im Schloss Osur, die ich so lange beschützt habe. Jemand hat sie gezogen. Jemand, der fähig ist, die Nadeln zu ziehen, ist endlich erschienen. Der schwarze Drache, versiegelt durch die 7 Nadeln, wird erwachen. Drache? Nadeln? Was? Ich trau mich gar nicht zu fragen. Ich frag gar nichts. Du kannst durch diesen Untergrundpfad zum Garten des Schlosses gelangen. Wenn die Nadel wirklich gezogen wurde, werde ich bald verschwinden. Aber es ist gut zu wissen, wer sie gezogen hat. Jemand mit dunklem Herz oder jemand mit reinem Herz? Die Antwort darauf ändert sich möglicherweise. Das Schicksal der ganzen Welt. Oh, also heute ist der Tag, an dem ich verschwinde. Ionia, wie heißt du nochmal? Hundi? Chulu? Ja, Tüdelü, ne? Aiolia, du warst eine sehr offenherzige Person. Deshalb kamen wir so gut aus. Was ist da? Ein Epilierbegerät und ein Lippenstift oder was?
Okay, folgen wir diesem Untergrundpfad zu Umsoos Garten. Aeolias Andenken erhalten. Kein Platz mehr. Ein Rasierer und ein Lippenstift. Ein Ding, du. Benutzen. Braucht man irgendwo, irgendwann, irgendwie. Zierlich hübsche Süßigkeiten und Hagebuttentee und andere Sachen. Worauf warten wir noch? Ja, aber diese Abkürzung direkt in den Schlossgarten. Hä, ist dieser Schlossgarten nicht hinter dem Special-Türchen versteckt? Ich meine... kein Platz mehr, ne? Gucken wir uns die Gegner an. Und daraufhin verbraten wir etwas. Du triffst auf eine Cleokatra. Schön. Schöne Namen. Die Cleokatra. Das sind mal individuell. Das sind einfallsreiche Gegner. Also in Earthbound selbst war nicht jeder Gegner irgendwie super spannend. Aber das hier ist sehr interessant. Muss ich sagen. Cleokatra wurde besiegt. Und wir könnten ein einzelnes Heil-Item verbraten. 60, 60, 70, 100, 100. Broschüre, Dörfleisch, 60. 40. Sogar 41. Wow. Für das Dörfleisch. Wenn es direkt in den Geheimweg des Schlosses führt, finde ich das ein bisschen merkwürdiglich. Oh. Verdorbene Milch, wozu brauchen wir die denn? Würde ich erstmal da lassen, weil ich glaube, die ist nicht besonders wichtig. Okay, jetzt wird gekämpft. Die ist zwar nicht sehr stark, aber die Masse macht's, ne? Immer der Blitz... alle. Wir probieren es mal aus. Wickelt sich um Rudi. Was denn mit deinem... Ach, als ob. Können uns nicht bewegen. Mhm, also sie können in der Masse tatsächlich eine Bedrohung werden. Keiner kann sich bewegen. Aber die heilen sich auch nur. Verrückt. Die haben keine krasse Angriffstechniken. Jetzt. Immer noch den Blitz probieren. Ja, wir haben noch nicht angefangen, ihr Lieben. Okay, Blitz. Konnte nicht aufhören zu weinen, ließ zusammenbrechen und funktioniert nicht. Ist mir zu sehr eine Wundertüte. So hörte es sich an und so ist es auch. Wundertüte hoch 10. Okay, Cleokatra können sehr unangenehme Gegner werden, habe ich im Urin. Wenn die vielleicht bei irgendjemand anderem so co-assistieren und die halt heilen oder so. Dein Scheiß. Ja. Aber kann sich nicht um mehr als einen Gegner herumwickeln, deswegen. Ist okay. Ist okay. Also die Spannung bleibt aufrecht, Freunde. Ich muss jedoch auch sagen, liebe Mother 3 Fans, der Tag kommt. Es kommen neue Spiele raus und Mother 3 zieht den kürzeren. Wird vermutlich sehr bald nicht mehr jeden Tag hochgeladen. Wird wahrscheinlich jeden zweiten Tag hochgeladen. Hoffe, das reicht euch. Da habt ihr Zeit, ein Part nicht zu verpassen. Ein
nur, dass ihr da euch nicht wundert. Obwohl es die breite Masse leider nicht fortwährend in dem Ausmaß gewürdigt hat, wie es zu würdigen wäre, das Let's Play, haben wir es lange Zeit täglich durchgezogen, weil ich das Spiel mag, weil es sehenswert ist und spannend und weil wir dann auch vorankommen. Aber jetzt bald ungefähr um diesen Zeitraum herum. Wohl nicht mehr jeden Tag. Also genießt die Parts, wenn sie kommen. Danke. Also ist die Nadel wirklich gezogen worden. Jetzt sind wir hier und das Ding ist weg. Ich habe absolut keine Ahnung, wer sie gezogen hat. Das Herz des schwarzen Drachens wird so hell oder dunkel wie das der Person, der sie zieht. So wird es überliefert, jedoch spüre ich überhaupt nichts. Ich spüre kein gutes oder böses Herz. Wie mysteriös. Könnte es Menschen auf dieser Welt geben, die gar kein Herz haben? Roboter? Ich dachte immer, dass der schwarze Drache für die Ewigkeit versiegelt bleiben würde. Nein, wir haben noch immer eine Chance. Du konntest PK Liebe erlernen. Könnte es sein, dass du auch... Oh, stimmt. Ich habe dir noch gar nicht alles erklärt. Ich muss dir über die Nadeln erzählen. Ja, dann hau mal raus, ne? Ich bin ganz Ohr. Jetzt kommt's. 7 Nadeln. Wisse dies. Dies sind auf besondere Art geschützte Inseln. Wir leben auf diesen Inseln zusammen mit einer grenzenlosen Kraft. Diese Kraft ist der Drache, der tief in der Dunkelheit unter diesen Inseln schläft. Der Drache ist unglaublich groß, ungefähr so groß wie alle Inseln zusammen. Weil der Drache schläft, sind diese Inseln vor Katastrophen geschützt. Aber seine Kraft ist zu groß, als dass sie von Menschen kontrolliert werden könnte. Exakt aus diesem Grund haben unsere antiken Magipsi-Vorfahren 7 Nadeln in den Drachen gesteckt, um ihn am Schlafen zu halten. Eine Nadel für jede Magipsi. Für eine sehr, sehr lange Zeit haben wir die langen Nadeln bewacht. Aber es wird erzählt, dass jemand erscheinen wird, der den Drachen aufweckt und seine Kraft gebraucht wird. Wenn einer, der die Kraft des Drachen braucht, ein Herz des Bösen hat, wird diese Kraft allem folgen, was böse ist. Es ist sehr gut möglich, dass alles zerstört werden könnte, nur um den bösen Ehrgeiz zu befriedigen. Auf der anderen Seite ist es das komplette Gegenteil, auf was wir hoffen. Wenn eine Person mit einem Herz des Guten die Nadeln des Drachen zieht und seine Kraft nutzt, wird alles Böse hinweggespült werden und alles Leben, das wir kennen, in hellem Licht erstrahlen. Das ist, was uns gesagt wurde. Schließlich höre dies, mach dir aber keine Sorgen. Wenn jede unserer 7 Nadeln gezogen wurde, werden wir Magipsis verschwinden. Unsere jahrtausendlange Leben werden vorüber sein. Ist das nicht romantisch? Rest in peace. Ich denke mal, genau so wird es passieren. Ich dachte, du zeigst mir jetzt, wo die Nadeln sind, Kollege. Oder was, oder nicht? Oder doch? Ich sehe eine Karte und komische Musik höre ich auch. Ja, dann nicht, ne? Dann nicht. Es gibt noch eine andere Legende. Nur diejenigen mit der Kraft von PK Liebe können die Nadeln ziehen. Nicht einmal wir Magipsis besitzen diese Fähigkeit. Mit anderen Worten, kannst du die Nadeln ziehen, weil du auserwählt bist. Alles klar, wir holen den Rest. Ist doch kein Ding. Halt dich doch kurz. Wer außer dir könnte die Nadel gezogen haben? Ich hätte da so eine Vermutung. Klaus. Entschuldigung, ich habe einen Husten. Ah, hier hat jemand sein Handy liegen lassen. Praktisch. Hat sich angehört wie ein Tiger Gamecom oder hier. Die Tiger Game & Watch Sonic Spiele. Kommandant, kommen Sie schnell. Wir haben die nächste Nadel gefunden. Aber, der Affe, wir brauchen den Affen. Der Affe kann es öffnen. Oh, was für eine Plage. Egal, der Affe ist der Schlüssel. Die Details kläre ich später. Bitte kommen Sie schnell zum Chimera-Labor. Ich nehme an, Sie wissen, wo es liegt, richtig? Nee, erzähl. Nein. Wie? Kommandant, Ihre Stimme hört sich heute so fröhlich an. Übrigens, bitte nehmen Sie den Zug von der Kreuzungsstraße zur Fabrik. Dort angekommen, gehen Sie von der Seilbahnstation, die hinter der Fabrik ist, nach Westen. Konnten Sie sich das merken? Da war ich, da war zu, ne?
Oh, wenn Sie wissen, wo es ist, dann gibt's ja überhaupt kein Problem. Beeilen Sie sich bitte. Piep! Einen Sendeempfänger erhalten. Smartphone. Nee, es war noch kein Smartphone, das war Handy-Schmandy. Ja, jetzt kann ich mich endlich mal in diesem Schlossgarten genau umgucken und dann gibt's hier nichts, ne? Dann gibt's hier einfach nichts. Nichts mehr zu ergänzen? Diese Leiter ist eine Abkürzung nach Tasmili. Geh dorthin. Ich bin um meine eigene Nadel besorgt. Jetzt wirst du auch verschwinden, ne? Ich weiß einfach, dass wir uns wieder treffen werden. Aber wenn nicht, dann bedeutet das, dass einer von uns diese Welt verlassen hat. Tschüssi. Ja, so kennt man ihn. Ja. Das sind nochmal Charaktere. Mit Ecken und Kanten. Du hast die Tür geöffnet und die ist jetzt... Ach, die Tür! Ist hier vielleicht noch irgendwas gewesen? Vor allen Dingen haben wir neue Gegner. Direkt zwischen den ganzen Zans. Frage ist, ob es hier noch irgendetwas geben wird. Oder einfach so, ob wir einfach so zum Ort und Stelle gehen sollen. Ein Nusskeks. Ich würde mal ganz lockerflockig sagen, ich muss hier kämpfen, bis mir die Arme abfallen. Ich begebe mich zu Ort und Stelle, scheint ein längerer Weg zu sein. Wenn was auf dem Weg passiert, dann erfahrt ihr das natürlich, dann schneide ich das mit rein. Aber gemäß des Falles, dass wir erst da, sage ich mal, vor der Seilbahn das Abenteuer fortsetzen können. Alter Schwede. Alter, bringt uns um. Alter. Rudi, du machst es. Rudi, beeil dich besser. Oh. Mit diesen Gegnern ist nicht zu spaßen. Vielleicht würde sich auch ein kleines bisschen Offscreen-Training anbieten. Alio, das Andenken war ein Belebe, eine Fee, aber nur einmalig, wie mir scheint. Das hätte es gar nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Boah, also ich werde trainieren, ich werde da hingehen und sollte sich was ereignen, dann seht ihr es natürlich. Ansonsten kann ich hier erstmal speichern. Also keine Bange, ihr verpasst natürlich nichts. Also bis zum nächsten Mal und bis dann und ciao. Oh Mann, Lukas ist echt müde. Ist zu viel für ihn.